Okay, ich sehe, ich brauche nicht fragen, ob du wieder da bist. Du hast schon gegambelt? Ich bin auch wieder da. So. Ich habe gerade überlegt. Nicht so laut. Die Streamerin Aloka Negra. Die hat, wenn sie Hilfe zum Spielen möchte, blendet sie immer einen Kojoten ein. Ansonsten soll man nicht helfen. Ich habe gerade überlegt, ob ich sowas auch einführe. Das ist gar nicht falsch. Also gerade bei sowas hier. Das, ja. Wenn wir den Quatsch mit dem Steampunk vergessen, erscheint mir der Luftweg gar nicht abwegig. Du willst allen Ernstes in einem Ballon abhauen, den wir noch dazu selber bauen? Ich habe damals auf unserer Fahrt mit Mr. Lloyd genau aufgepasst, wie er seinen Ballon führt. Das kriegen wir auch hin. Ich erinnere mich an den Fall. Das war kurz bevor dieser Hai-Zombie zugeschlagen hat. Garantierst du mir, dass wir nicht am Nordpol landen und keine Bruchlandung hinlegen? Nein, aber dein Sportsgeist plus mein Orientierungssinn, geteilt durch Skinnys langes Gesicht, wird das Risiko wert sein. Sehen wir uns den Plan also genauer an. Justus, du willst das Ding bauen und damit fliegen? Der Konstrukteur hat nur eine Bruchlandung geschafft. Er hat das Ding niemals wirklich zum Fliegen gekriegt. Okay, warum denn nicht? Hilfe, Kommodore. Ja, Hilfe, Kommodore. Weiß ich nicht. Einen C64. Ein Tor mit Hammer. Ich habe keine Ahnung was. Aber es ist eine Überlegung wert. Die Idee ist nämlich wirklich nicht falsch. Die Ballonhülle. Die liegt oben. Was? Specken wir den jetzt gerade ab, dass der flugfähig wird? Der Fahrkorb. Der Brenner. Die Parachute-Vorrichtung, damit der Ballon gezielt sinken kann. Lastseile. Sandsäcke. Die sind mir unterwegs schon aufgefallen. Mir auch. Ich habe nur gedacht, das wären Kohlesäcke. Der Korbring. Der liegt auch oben. Schleppseil. Das liegt direkt vor den Toren. War's das? Knochen für den Hund draußen. Hier sind auch die Säcke. Ach, das muss ich jetzt alles einsammeln. Ja, okay. Okay, war eigentlich klar. Es sind verdammt viele Lastsäcke. Mal so nebenbei. Die Parachute-Vorrichtung, damit der Ballon gezielt sinken kann. Ja, brauchst du jetzt nicht jedes Mal erklären, bitte, Peter. Bitte. Hast du eben erklärt, was es ist? Die ganzen Einzelteile liegen hier. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Der Brenner. Mhm. Der Fahrkorb. Mhm. Die Keilriemen haben wir immer noch nicht. Aber es geht weiter. Es geht weiter. Boah, die 30 Säcke, die liegen locker hier überall rum. Also. Lastseil. Das Lastseil.
Womit mir übrigens klar wird, woher ich das Bild hier kenne. Ich habe mir den Stream nicht angeguckt. Aber ich habe kurz reingesehen. Aloka hat dieses Spiel gespielt. Da waren die Tore allerdings beide zu. Sie hat irgendwas erzählt. Ein paar Minuten lang. Und dann habe ich den Stream wieder ausgemacht. Die hat dieses Spiel gespielt. Fällt mir gerade mal so auf. Wir haben genug, um den Ofen einzuheizen. Ja. Die Ballonhülle. Müsste ich mir jetzt glatt mal... Ja, ich weiß nicht, ob sie ihre Streams highlightet. Müsste ich mir im Nachhinein mal ihre Streams angucken, ob sie die gleichen Probleme hatte wie ich. Schleppseil. Nicht gerade schon mal ein Schleppseil aufgehoben? Haben wir alles? Sehe ich das gerade richtig? Bestimmt. Ja, hoffe ich doch, dass sie die gleichen Probleme hatte. Muss ich echt sagen. Hoffe ich doch. Wenn nicht, dann cheatet sie. Oder der Coyote war sehr gut. Ne? So. Also, was brauchen wir? Und wo kommt es hin? Was wir brauchen, hast du eben mehrfach aufgezählt. Wo es hinkommt, ja. Ich behaupte mal, wir müssen mit dem Korb anfangen. Ne? Wo ist denn der Korb? Was war denn das? Wo ist denn das? Habe ich das aufgehoben? Ich habe keine Ahnung. Ja, okay, da sind mehr Teile, als wir aufgehoben haben. Da sind auch Teile, die wir gar nicht... Das da zum Beispiel, habe ich auch nicht aufgehoben. Ah, ist sogar auf der Skizze ursprünglich gelöscht worden. Ist auch hier nicht drauf. Na gut, wo ist der Korb? Da. Gut. Okay, geht jetzt noch nicht. Schleppseil. Warum haben wir zwei Schleppseile? Don't understand that. So. Wo sind die Kohlesäcke alle hin? Also die Lastensäcke? Wo soll das Schleppseil noch hin? Ach so. Okay. Da wir jetzt den bräuchten, werden wir jetzt auch irgendwo den Keilriemen finden. Hier fehlt etwas. Nur noch mal zur Erinnerung, ne? Hier fehlt etwas. Der Lift fährt nicht. Wir haben nur noch die Säcke. Okay, der Lift fährt nicht. Ja.
Wir sollten den Lift für die Fahrt nicht noch mehr belasten. Ach so. Ne, wir schleppen das lieber von und haben wir lieber am Gürtel hängen. Anstatt wir den Dampfdrucklift damit belasten. Das ist mehr Dampf. Nein, mehr Dampf drauf geben wäre ja Blödsinn, wenn wir es selber schleppen können. Sieht okay aus. Wo kriege ich den Riemen her? Und was ist das da? Ein Feuerzeug. Das brauchen wir, um später den Brenner zu entzünden. Um den Ofen wieder anzumachen, wenn er ausgehen sollte. Okay, wir haben jetzt was zum Brenner entzünden. Alles klar. Wann darf ich das aufheben? Was ist es und wann darf ich es aufheben? Ja. Ja. Oui. Was sagt denn das hier jetzt? Sobald meine Kollegen das Gefährt montiert haben, sollten sie es mit dem Lift transportieren. Okay. Nein, ich wollte nicht dahin. Kann ich jetzt hier die Schubladen aufmachen? Da liegt ein Keilriemen drin. Nein. Wir haben genug, um den Ofen anzuheizen. Okay. Hier fehlt etwas. Keine Beschwerde, nicht hier drin. Okay. Hätte ich jetzt fest mit gerechnet. Der zusätzliche Ballast ist mir zum Verhängnis geworden. Ach, vielleicht deswegen nicht auf dem Aufzug. Der zusätzliche Ballast ist ihm zum Verhängnis geworden. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ist ja auch egal. Also das ist ja in dem Fall im Endeffekt mal wurscht. Der Lift fährt nicht. Hier fehlt etwas. Ja, Peter, was fehlt denn da?
versuche gerade zu triggern, dass der nochmal sagt, hier kein Riemen oder so. Aber ja. Wobei ich auch noch nichts gesehen habe, was das sein könnte. Hier komme ich jetzt gar nicht mehr an den Lichtschalter ran. Ach so. Doch. Sieht okay aus. Der Lift kommt nicht. Okay, wir haben Minimi mal wieder besiegt. Mein Ofen nervt. Er ist so nervig. Das ist so unnötig. Das ist echt so unnötig. Wir haben genug, um den Ofen. Du hast noch nichts gemacht und es sind schon 3 von dem Druck weg. Das ist. Ja. So, womit triggern wir jetzt? Oder ich. Vielleicht brauche ich es gar nicht mehr triggern. Ich muss ihn nur finden. Wie gesagt, ich weiß auch gar nicht, wo der liegt. Ich habe noch nichts gesehen, was irgendwie keilriemenmäßig aussehen könnte. In die Kisten komme ich nicht mehr ran. Ein Schal. Ernsthaft? Hier fehlt etwas. Der Schal ersetzt den fehlenden Keilriemen. Okay. Ich werde echt traurig, wenn ich an diese riesige Müllinsel im Ozean denke. Ja, das ist wirklich heftig, das muss man sagen. Ich habe mehr darüber gelacht, als ich sollte. Ja, da muss man echt sagen, das ist eigentlich nicht zum Lachen. Auch wenn ich viele Berichte, Reaktionen dazu zum Lachen finde. Aber die Tatsache selbst ist beim besten Willen nicht zum Lachen. Na bitte, fehlen nur noch die Sandsäcke. Ja. Die habe ich die ganze Zeit am Gürtel, Peter. So langsam rutscht mir auch die Hose deswegen. Warum ist dieser Riemen jetzt auf einmal da dran? Der die ganze Zeit hier lag. Wofür haben wir die 2 Schleppseile? Ja, ist okay. Die 2. Zeile gelesen? Ich habe mehr darüber gelacht, als ich sollte. Ja, England ist. Ach so.
Wie kommst du jetzt da drauf? Wie kommst du da überhaupt jetzt drauf? Der Brenner muss noch brennen. Ach, der Brenner muss brennen, Peter. Okay. Hast du gerade gelesen? Ach so. Er fliegt! Er fliegt! Entschuldige, Just, aber ich lasse den Streuner nicht bei Skinny. Ich will, dass der Hund mitkommt. Peter, wie zum Geier willst du das denn? Unten liegt ein Knochen. Ach, verdammt. Das war wieder ein blöder Klick. Unten liegt ein Knochen. Holen wir noch einen Knochen? Ich habe die Uhr noch nicht oft genug umgestellt. Oh Mann, Justus. Der Knochen ist schon seit Jahren abgenagt. Ja, und Hunde spielen mit Knochen und sie wetzen ihre Zähne da dran. Gut, er ist nicht mehr nahrhaft, aber er spielt damit und wetzt seine Zähne. Er putzt seine Zähne. Was soll ich ihm sonst geben? So wirklich. Wir haben genug. Wenn Nein. Sich der Streuner den Knochen schnappt, sind beide weg. Garantiert. Wenn sich der Streuner den Knochen schnappt, sind beide weg? Ich wollte ihn nicht da durchwerfen. Ich wollte den Knochen da raushalten, dass der Köter kommt. Hey, Skinny! Lass ja den Hund in Ruhe! Peter, wie stellst du dir das vor? Wenn sich der Streuner den Knochen schnappt, sind beide weg. Garantiert. Was ist? Hast du den Faden verloren? Nein, aber ich will den Knochen nicht verlieren. So, jetzt. Der Streuner den Knochen überhaupt bemerkt? Das wird sich zeigen. Direktes Sonnenlicht schadet den Augen. What? Skinny ist abgelenkt. Leider hat der Hund den Knochen nicht bemerkt. Wenn wir ihn rufen, hört uns Skinny vielleicht noch. Und wir fliegen auf. Wo ist Skinny? Wo ist er hin? Skinny ist abgelenkt. Leider hat der Hund den Knochen nicht bemerkt. Hört uns Skinny vielleicht noch. Und wir fliegen auf. Was macht Skinny? Bist der gerade da hinten irgendwo runter oder kackt hinterm Baum oder wo ist der hin? Und wo ist der Hund? Ich sehe ihn auch nicht. Ja, haben wir sonst nichts zu tun, ne? Na, da wollte ich nicht dran. Jedes Mal, wenn ich hier dran testen will, geht das. Naja.
Dass das Skinny übrigens nicht gehört hat, ist auch interessant. Wir haben was zu tun, was? Skinny ist abgelenkt. Leider, Don. Ja, aber... Mensch, der Streuner. Hat geklappt. Ja, gleich viermal teilnehmen wollen. Ja, erhöht die Chancen, ne? Na? Wir machen uns vom Acker. Ja, mal den. Wo steckst du denn? Nichts wie weg zum Ballon. Den Hund in der Hosentasche oder was? Lass mal rausgucken. Geht nicht mehr. Schade. Na, wartet. Wenn ich das verfluchte Schloss aufhabe, könnt ihr was erleben. Was? Woher weiß der Doof denn, dass der Hund bei mir ist? Ja, ist okay. Ach, shit. Das klappt nicht. Das klappt nicht, das klappt nicht, das klappt nicht, das klappt nicht. Wartet, wenn ich das verfluch. Wir sind eh gleich weg, aber ich steck trotzdem noch ein paar Kohlen ein. Für zu Hause. Für Mathilda. Wir haben genug, um den Ofen anzuhalten. Ach so. Na, wartet. Schnell, Peter, das Seil. Mach's gut, Skinny. Danke für deinen MG. Rocky Beach, wir kommen. Der hat eine Knarre? Vorausgesetzt, wir finden dich. Alter, was? Was? Okay, war ja eigentlich klar, dass jetzt eine Flugsequenz kommt, aber was? Möchtest du das gleich nochmal versuchen? Ich hätte gerne Chance. Das wäre schon mal am Anfang. Den MG hat er nicht lange. Mehr glaube ich auch nicht. Wo komme ich denn? Ich komme da. Was, wo muss ich denn hinfliegen? Also ich darf mich nicht von den Möwen erwischen lassen, oder was? Warum steht da oben 200 Fuß? Muss ich da auf den roten Punkt oder was? Ist das Landepunkt? Nein. Warte. Aha, so ist Sinken und Steigen. Haut ab! Fuß. Ich gehe ruhig weiter runter. Ach so, wenn die Möwen so groß sind. Ah, wenn die... Oh, da ist 3D-Effekt drin. Okay, die kleine Möwe wird mir gefährlich wahrscheinlich. Oh nein, nein, wir zerschellen. Nein, du sollst da drauf... Okay, also entweder muss das sehr punktgenau sein oder ich muss nicht zu dem roten Punkt. Hau da.
Okay. Haut ab, ihr Möwen! Weg! Alter! Da kommt ein Armiger mit Ballon. Alle hin! Gib ihm gar keine Chance. Der ist noch am Starten. Der kann nicht ausweichen. Alle hin! Alter! Verpisst euch! Was? Was? So. Hau ab. Hau ab. Na ja, gut, die Kleine ist egal. Kann ich auch höher? Ich kann auch höher. 300 Fuß. Ja, aber muss ich eventuell... Muss ich eventuell zum Leuchtturm? Denn den Leuchtturm sieht man vom Strand von Rocky Beach aus an so einer Landzunge, so oben, so, ne, hinten so. Das könnte bedeuten, dass da Rocky Beach ist und hier der Strand. Wofür auch immer dann der rote Punkt da ist, zum... Ne, einfach ausprobieren. Okay, 300 Fuß ist anscheinend das Höchste. Also ich werde garantiert landen müssen. Haut ihr ab da. Der Leuchtturm von Rocky Beach. Achtung, wir landen. Fiedlers Notizen. Ach, nun sind sie weg. Ich musste zum Leuchtturm. Die Erde hat uns wieder, Just. Na? Kommst du mit uns mit? Ich glaube, er will seine Freiheit. Einmal Streuner, immer Streuner. Warte. Es sind nicht alle so wie Skinny Norris. Du hast recht, Justus. Der Hund lässt sich nicht aufhalten. Ach, das ist alles Skinny Schuld. Meinst du, ich sehe meinen MG jemals wieder? Skinny weiß, dass wir einen Draht zur Polizei haben. Wenn wir uns schon den Kopf zerbrechen, dann wegen des Strandfestes. Die mutigen Aeronauten haben ihre Landung mit Bravour gemeistert. Aber werden sie das Fest erreichen, bevor Fiddler in Aktion tritt? Bleibt zu hoffen, dass Bob Inspektor Cotta doch noch überzeugen konnte, das Erscheinen des Kraken nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Tentakel-Power. Immerhin muss ich mir das Geheule nun nicht so mehr anhören. Du meinst das von dem Absturz? Das war ja zum Glück nur zweimal. Oder war es überhaupt zweimal Geheule? War das bei dem Platzen des Ballons auch? Das ist mir jetzt gar nicht bewusst. Aber das Heulen war schlimm, das stimmt wohl. Ich gehe jetzt davon aus, ganz schwer davon aus, dass das das letzte Kapitel ist. Wenn nicht, wow. Schlimm genug das eine Mal. Ja, okay, da gebe ich dir recht. Ach, Justus, Peter, da seid ihr ja endlich. Was hat euch aufgehalten? Sagen wir, es war ein strapaziöser Ausflug. Wir sollten uns jetzt auf das Wesentliche konzentrieren. Die Partyleute sind wegen des Flashmobs im Krakenfieber. So viel zum Thema Publicity. Ich schlage vor, wir mischen uns diskret unter das Volk, bis wir Fiddlers Konstrukt gesichtet und ausgeschaltet haben. Haben die alle Krakenmützen oder Toupets an? Oder wie sieht das aus? Yay. Hier kann man Ballons mit Helium füllen. Gut zu wissen, dass das Edelgas nicht giftig und seine Verwendung unbedenklich ist.
Euch dürfte bekannt sein, was geschieht, wenn man Helium einatmet. Das klingt dann ungefähr so. Ungefähr? Wir klingen haargenau wie diese nervigen Backenhörnchen aus dem Trickfilm. Kollegen, ich muss doch sehr bitten. Wir sind Detektive und keine Witzfiguren. Also lasst den Quatsch und spart euch das Gas für die Balance auf. Warum? Ist doch lustig. Oh Mann. War so klar, dass sie das auch noch mit reinbauen. Okay. Sehen Sie, wer hier ist, Inspektor? Justus und Peter nehmen die Aktion mit dem Riesenkraken genauso ernst wie ich. Na, nun malt mal nicht den Teufel an die Wand. Wenn es nach euch ginge, müsste ich sogar den Weihnachtsmann verhaften. Ach, lasst mich einfach in Ruhe meinen Kaffee trinken. Den Weihnachtsmann verhaften ist gar nicht so ganz falsch. Immerhin bricht er überall ein. Gut, er legt dann Geschenke dahin. Aber er bricht ein. Sagte er, nachdem er noch einen kräftigen Zug genommen hatte. Werbung lebt von Übertreibung und Aufmerksamkeit. Euer Auftritt bei Miss Benchman ist der Beweis dafür, dass ihre Aktion fruchtet. Daher zeigt sie euch nicht an. Ah, wie rücksichtsvoll. Werbung lebt von Übertreibung und Aufmerksamkeit. Da hat er sogar recht. Was hast du in der Tasche? Ja, okay. Nicht, dass ich mitzähle, Jungs, aber es werden keine Ballons gehortet. Andere Leute wollen auch ihren Spaß. Wer immer sich da gerade beschwert, ob das der Kotten ist oder so. Wir sind zu dritt, wir haben einen Ballon. Das, ne? Verstehst du? Wofür habe ich das gemacht? Der Weihnachtsmann ist Maskottchen. Hier ist ganz schön was los. Mit der will ich gar nicht sprechen. Peter, da bist du ja. Hi. Voll peinlich, die Krakenmützen. Und? Behaltet es für euch. Aber der Krake ist so etwas wie eine quecksilberverseuchte Kampfmaschine und auf dem Weg hierher. Das mit dem Quecksilber geht gar nicht. Okay, die scheinen ja beide ziemlich öko zu sein. Also sie öko und sie extrem tierfreund zu sein. Mir tun die Füße weh, weil ich den Leuten und ihrem Abfall immer hinterherrennen darf. Ich muss erst mal hier verschnaufen. Aha, okay. Toll, dass ihr den Fall gelöst habt, Peter. Aber hast du nicht etwas vergessen? Vergessen? Was denn? Der ist für dich, Kelly. Oh, du hast daran gedacht. Wie süß, Peter. Ich habe auch etwas für dich. War Zufall, du machst ein Gesicht wie ein Gespenst auf Urlaub. Nun nimm schon. Weil du mein Treffer bist. Alles Gute zum Jahrestag. Deine Kelly. Stimmt, das ist vorhin irgendwann mal erwähnt worden, dass die auch Jahrestag haben. Dass ich jetzt ausgerechnet einen Herzballon hatte, obwohl wäre wahrscheinlich scheißegal gewesen, welcher Ballon. Das war jetzt purer Zufall. Okay. Danke, Kelly. Hat die mir eine Zwille geschenkt? Der Ballon ist das Highlight unter all den Kraken hier. Okay, jetzt will ich auch einen Ballon. Aber einen anderen. Einen, der auf dem Strandfest einmalig ist. Wir haben da am Leuchtturm haben wir einen Ballon stehen. Der ist garantiert einmalig. Mir tun die Füße weh, weil ich den Leuten und ihrem Abfall immer hinterherrennen darf. Selber schuld. Ich muss erst mal hier verschnaufen.
Du hättest jetzt nur zum Leuchtturm gehen müssen, dann hättest du deinen einmaligen Ballon. Der Ballon ist das Highlight unter all den... Ist okay. Okay, jetzt will ich auch... Kommt, Jungs, zieht nicht so ein Gesicht. Ich konnte unser kleines Missverständnis aus dem Weg räumen. Also amüsiert euch. Nicht mit dir in der Nähe, Loku. Was hast du da? So eine Designertasche ist wertvoll. Die lässt Miss Benjamin garantiert nicht aus den Augen. Das sieht aus wie eine Bowlingtasche, nicht wie eine Designertasche. Ich zeige euch mal, wie man die Menge bewegt. Krake, Krake, Krake. Krake, 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 Krake. Wenn wir hier etwas ausrichten wollen, müssen wir sie ablenken. Oh mein Gott! Bewegt sie zwischendurch den Kopf? Tatsächlich. Das haben wir das erste Mal, oder? Wow, Stimmung. Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht. Das ist voll die Stimmungsbombe. Das ist Wahnsinn. Ich zeige euch mal, wie man die Menge bewegt. Na, bitte nein, nein, nein. Nein. Tschüss. Was? Oh, da wollte ich gar nicht draufklicken. Mädchen, ob man mit Ballon oder ohne. Cynthia braucht mehr Aufmerksamkeit. Polizeipräsidentin kann auch aus gegebenem Anlass nicht schaden. Kaffee sorgt dafür, dass unser Freund und Helfer wachsam bleibt. Aha. Nora Benjamin, die PR-Expertin, wacht über das Mikro und hat alles im Griff. Bringt sie denn gar nichts aus der Ruhe? Wir müssen warten, bis sie wegsieht. Wenn wir ihre Tasche nicht wegnehmen können, müssen wir sie wegfliegen lassen. Klingt wie beim Geburtstag einer 125-Jährigen. warum sollten wir ihre Tasche... Warum? Warum? Ich meine, ich hole jetzt mal einen Ballon, ne? Aber warum? Hallo, kann ich wieder zurück? Danke. Nimm mal den. Sehen wir besser, wo die Tasche hinfliegt. Mann. Krake, okay, das passt ja. Kann ich hier eigentlich hin? Nein. Kann ich da in die Bude? Nein. Kann ich da hinten hin? Nun sieh mal einer an, wer unser Schlauchboot in Beschlag genommen hat. Ach, guck mal. Schön, euch auf dem Strandfest zu sehen. Seid ihr wieder gut miteinander? Wir waren nie besser. Alle sind glücklich. Deine Tante, meine Wenigkeit und der Waschbär. Wir haben ihn ausgewildert. Nun hat die liebe Seele Ruhe. Und wir knöpfen uns das nächste Tier vor. Schließlich haben wir Riesenkrakenwoche in Rocky Beach. Kann das sein, dass ihr da nicht bei der ersten Flasche seid? Ach, tut mir leid, Justus. So schnell kommen wir nicht hoch. Du musst nämlich wissen, wir haben beide einen Schweinenklips. Kleinen Schwips, Mathilda. Wir haben einen kleinen Schwips. Ja. Ich glaube, einen etwas größeren sogar. Ach, tut mir leid, Kleinen. Ja, ist okay. Alles gut. Ihr sitzt in unserem Boot sehr gut da. Macht, passt schon. Hier sollten wir das Boot zu Wasser lassen. Vorausgesetzt, der Krake wurde tatsächlich bei der Insel gesichtet. Hier sollten wir das Boot zu Wasser lassen? Heißt das jetzt, wir brauchen doch das Boot da? Nee. Warum? Hier sollten wir das Boot zu Wasser lassen. Vorausgesetzt, der Krake wurde tatsächlich bei der Insel gesichtet.
Schlauchboot. Wir brauchen das Boot, um wieder auf die Insel zu gelangen. Aber werden Mr. und Mrs. Jonas auf ihre Sitzgelegenheit verzichten? Wir sollten ihnen ein anderes Getränk und eine andere Sitzgelegenheit besorgen. Könnten Sie etwas Kaffee entbehren für meinen Onkel und meine Tante? Meinetwegen. In meiner Aktentasche steckt eine Thermosflasche. Das ist nett von dir. Also ein anderes Getränk hätten wir dann schon mal. Sogar ein ziemlich fitmachendes Getränk. Wird es gerade heller? Eine andere Sitzgelegenheit? Heißt das, wir müssen dich da runterjagen oder deine Füße? Der Ballon ist das Highlight unter all den Krach. Okay, jetzt will ich... Mir tun die Füße weh, weil ich den Leuten und ihrem Abfall immer hinterherrennen darf. Ich muss erst mal hier verschnaufen. Wäre dieser Ballon etwas für dich, Cynthia? Er ist nett, aber nicht einmalig. Ups. Toll, jetzt muss ich mir einen neuen holen. Der lag eben noch nicht da drin. Das sieht nach einem Ballon für Sie aus. Das würde ich mal sagen. Hi. Hier, guck mal. Wäre dieser Ballon etwas für dich, Cynthia? Den hat hier meines Wissens niemand sonst. Und er passt zu meiner Weltanschauung. Danke, Jungs. Dürfen wir jetzt deine Sitzgelegenheit haben? Mir tun die Füße weh, weil ich den Leuten und ihrem Abfall immer hinterherrennen darf. Ich muss erst mal hier verschnaufen. Aber du brauchst keine zwei Stühle dafür. Wenn die Leute selber auf ihren Müll achten würden, müsste Cynthia ihnen nicht hinterherlaufen. Manchen Leuten muss man alles extra laut sagen. Wenn die Leute selber auf ihren Müll achten würden, müsste Cynthia ihnen nicht hinterherlaufen. Manchen Leuten muss man alles extra laut sagen. Bedeutet das jetzt, wir sollen den Leuten über die Lautsprecheranlage sagen, sie sollen ihren Müll aufheben? Moment. Welchen haben wir noch nicht gesehen? Den grünen haben wir noch nicht gesehen. Ein Kaktus. Ach, wie süß. So eine Designertasche ist wertvoll. Die lässt Miss Benjamin garantiert nicht aus den Augen. Du hast flinke Finger, Peter. Bind ihn fest. Deswegen besiegt sie den Kopf. Dass ihr noch Spaß habt. Ne? Ja. Hey, das Mikro ist für den DJ und mich reserviert. Okay, aber ich zeige euch mal, wie man die Menge bewegt. Krake, Krake. Jetzt hat Mrs. Benjamin gemerkt, wo ihre Handtasche gelandet ist. Ahnt sie, dass wir das waren? Mit der ist nicht gut Kirschkuchen essen. Die hat eine Knarre, immerhin, muss man auch bedenken, ne? Da hört sich doch alles auf. Na sowas. Wie konnte das passieren? Das ist aber, hast du schon gesehen?
Ja, genau. Hast du schon gesehen? Guck hoch. Was? Warum bleibt die da stehen? Hey, aber. Hallo. Ja. Hallo, Rocky Beach. Ich will nur kurz Miss Benchman danken, die das Strandfest organisiert hat. Einen großen Applaus für Nora Benchman. Und noch einen Applaus für Cynthia Knight. Das ist die junge Dame mit dem Globusballon. Wenn ihr euren Müll gleich bei ihr entsorgt, wäre das super. Danke, Rocky Beach. Ihr Jungs nehmt euch ganz schön was raus. Meinst du nur. Oh, und jetzt? Sie ist aufgestanden. Ha! Nett, dass ihr eine Ansage gemacht habt. Eure nächste gilt hoffentlich diesem Umweltsünder, der den Riesenkraken zu verantworten hat. Ja. Nett, dass ihr eine Ansage... Ja, die Sache mit dem Kraken geht wohl vor, Jungs. Aber wenn sie erledigt ist, will ich Peter ganz für mich allein. Klar? Ist okay. Obwohl der erstmal seinen MG holen sollte. Aber ansonsten ist okay. Das ist anscheinend egal. Ich meine, ich habe eine Zwille. Ne? Ich habe zwar noch nichts zum Ballern, aber ich habe eine Zwille. Hi, guckt mal, hier so. Nein? Aber hier, Kaffee. Ich denke, der Kaffee wird euch jetzt gut tun. Spendiert von Inspektor Kotter höchstpersönlich. Danke, Justus. Der Kaffee macht uns wieder fit. Wir geben dem Inspektor die Flasche zurück. Das ist gut. Wie wär's, wenn ihr euch noch hier drauf setzt? In den Strandstühlen sitzt es sich doch viel bequemer. Du hast recht. Mein Rücken wird's mir danken. Hoch mit uns, Mathilda. Das sieht doch viel besser aus. So, und ich hab Boot. Ja, genau, die arme Palme. Und dann machst du ekelhafte und schmutzige Sachen mit ihm. Da kann man von ausgehen, dass sie das zumindest möchte, ne? Widerliches Weib, was? Du bist nur neidisch. Gibst du... Hier sollten wir das Boot zu Wasser lassen. Vorausgesetzt, der Krake wurde tatsächlich bei der Insel gesichtet. Okay, weil er noch nicht gesichtet wurde, geht das also noch nicht. Wofür habe ich das gemacht? Wofür habe ich die Zwille? Was ist das? Okay, ich habe was zum Ballern. Ich weiß nicht warum, aber ich habe jetzt was zum Ballern. Hier sollten wir das Boot zu Wasser. Oh, guck mal. Wer ist nochmal denn da? So sieht man sich wieder, Justus. Peter? Bob? Halten Sie nach dem Kraken Ausschau? Warum benutzen Sie nicht das Fernrohr? Wissen Sie nicht, dass Fiddlers Ungetüm gefährlich ist? Ja, ich halte nach dem Kraken Ausschau. Nein, das Stativ hält leider nicht. Und was Fiddlers Konstruktion angeht... Wird alles dann klar? Negativ. Ich halte Sie auf dem Laufenden, Clark Ende. Miss Benchman hat mir versichert, dass bei der Aktion niemand zu Schaden kommt. Ja, naja, ne, deswegen hat sie bei dir auch zum Beispiel die Scheibe eingeschlagen und so. Naja. Nein, ich bin verheiratet, das ist viel schlimmer. Okay. Meine Rolle besagt, sogar ich als Wissenschaftler bin auf den Kraken hereingefallen. So komme ich ins Gespräch. Zum Buch, zum Bestseller, zu Geld, zu meiner Expedition. Kann das eigentlich sein, dass du auch an dem Wein von Mathilda und Titus so ein bisschen beteiligt warst? So. Meine Rolle besagt, okay. Sogar ich... Schnauze. Darf ich da mal reingucken? Darf ich nicht. Okay, was soll ich tun?
Fernrohr. Professor Clark hält Mrs. Benjamin über Funk auf dem Laufenden. Wenn die Sichtverhältnisse optimal sind, wird ihm die Ankunft des Kraken nicht entgehen. Das Fernrohr muss geputzt, angehoben und scharf gestellt werden. Gut, dass noch Luftballons übrig sind. Was? Das Fernrohr muss geputzt, angehoben und scharf gestellt werden. Warum sollte ich das putzen? Das kann er gefälligst selber machen. Die Linse ist total verschmiert. Ach so. Ach so. Okay, wir brauchen also noch Ballons. Ist okay, ich hoffe, ein Ballon reicht. Wobei ich nochmal darauf hinweisen möchte, wir sind zu dritt. Darf ich jetzt nochmal? Okay. Sachte, Kollegen. Die Linse ist total verschmiert. Muss da noch mehr dran? Die Linse ist total verschmiert. Ja, ich weiß, ich will wissen, ob das funktioniert. Womit putzen wir denn jetzt die Linse? Liebende wollen auch mal für sich sein. Lasst euch nicht stören. Nett, dass ihr eine Ansage gemacht habt. Eure nächste... Die Sache mit dem Kraken geht wohl vor, Junge. Okay, die redet nicht mehr mit uns. Die ist beleidigt. Hast du was zum Putzen von Linse? Bitte, bleiben Sie hier und überzeugen Sie sich selbst. Da kommt etwas Großes auf uns zu. Ja, schon gut. Bitte, bleiben Sie hier und... Ja, schon... Ich nehme einfach mal noch einen mit, falls wir noch einen brauchen, aber... Na, wenigstens bringt sie nicht mehr die Massen in Schwung. Ja, das stimmt allerdings. Zwille und Murmeln. Eben noch war die Schleuder ein Liebesbeweis. Schon ist sie eine Waffe. Klarer Fall, dass sie nicht bei Mensch oder Tier zum Einsatz kommt. Schlauchboot. Paddeln dauert zu lange. Wenn es losgeht, müssen wir schneller auf die Insel übersetzen können als beim letzten Mal. Wir haben ein schlechtes Gewissen wegen der Handtasche. Sobald wir auf das Ablenkungsmanöver verzichten können, sollten wir sie zurückbringen. Das sehe ich eigentlich gar nicht ein. Das ist... nein. Sehr ungern. Holen wir uns erst noch das Funksprechgerät. Ach so. Guck mal hoch. Guck mal hoch. Hochgucken. Danke. So. Wenn Clark den Kraken sichtet, bekommen wir das mit. Ja, noch kann er es ja nicht sehen, weil, ne... Aber vielleicht ist da was zum Putzen drin. Ne? Oh, die Handtasche ist okay. Nur sind ein paar Dinge herausgefallen. Ja, und? Eine
Eine Skizze vom Kraken? Oh. Mit einem Notschalter. Oh. Mensch, ist so gut wie notiert. Da brauche ich mir nicht notieren, Bob. Das habe ich mir gemerkt. Ein Erfrischungstuch. Zeugen haben gesehen, wie ihr mir einen Streich gespielt habt. Ihr schafft mir meine Handtasche augenblicklich zurück, sonst rufe ich Inspektor Cotta. Sie hat recht. Wir müssen ihr die Handtasche zurückbringen. Haben wir doch schon gemacht. Nun sieh mal einer an. Ich wollte schon die Polizei einschalten. Hoffen wir, dass sich so etwas nicht wiederholt. Naja. Irgendwie hat dieses Spiel ein bisschen Timingsprobleme, ne? Weil das zum Beispiel hätte sie gerade viel früher sagen müssen, dass wir ihr das wiederbringen sollen. Ich wusste das jetzt nur, weil ich da reingeguckt habe. Riesenkrake. Auf die Skizze ist ein Auf der Skizze ist ein Wunderpunkt markiert. Der Notausknopf verbirgt sich hinter einer Abdeckung. Okay. Ja, dann gehen wir mal noch da hinten polieren, ne? Die Linse ist total verschmiert. Ja, hier. Ach so. Die Linse des Fernrohrs ist jetzt spiegelblank. Schön. Da müssen wir noch Vorarbeit leisten. Okay, das reicht aber anscheinend immer noch nicht. Hä? Echt? Muss der auch noch da dran? Sachte, Kollegen. Sachte. Das reicht immer noch nicht. Der muss noch eins höher. Ich muss noch einen Ballon holen? Ernsthaft? Da müssen wir noch Vorarbeit leisten. Ja. Ja, ist ja gar keine Lauferei, ne? Wenn man zu dritt keine drei Ballons mitnehmen darf, ist das, Darf ich den zurücklegen? Weil den hatten wir eigentlich schon. Ja, ist egal. Ermüdend ist das, aber hallo, ja. So, jetzt. Ziemlich unscharf. Anna Pamu. Na also. Aber vom Kraken ist weit und breit nichts zu sehen. Ja gut, aber der wird ja da hinkommen. Der hat ja gesagt, das ist, idealer Platz oder sowas. Keine Ahnung mehr, was er gesagt hatte. Aber wir wissen das. Okay. Schlau, wie ihr mein Problem mit dem Fernrohr gelöst habt. Ja, ne? Sobald wir von hier aus den Kraken sichten, geht es los. Super. Schlau, wie... Haben wir hier noch was? Liebende wollen auch mal für sich sein. Ist okay. Ich wollte euch nicht stören. Nein, zu euch wollen wir nicht. Du bist zufrieden? Nicht mehr lange und die Leute werden außer sich sein. Gut. Wir brauchen noch Paddel, beziehungsweise... Warte. Hier sollten wir das Boot zu Wasser lassen. Womit paddeln wir? Paddeln dauert zu lange. Wenn es losgeht, müssen wir schneller auf die Insel übersetzen können als beim letzten Mal. Wir haben ja noch nicht mal Paddel. Geschweige denn etwas Schnelleres. Oh. Hier sollten wir das Boot zu Wasser... Ja. Nicht mehr lange und die Leute werden außer... Die Sache mit dem Kraken geht wohl vor, Jungs. Aber wenn sie erledigt ist, will ich Peter ganz für mich allein. Klar? Ach, Leute. Ich kann keine Balance mehr sehen.
Okay, also brauchen wir auch keine mehr. Das ist schon mal, ja gut. Nicht, dass ich jetzt hätte noch irgendwie 10 Ballons irgendwie darüber schwuggeln müssen, dass wir die als Antrieb benutzen. Keine Ahnung, aber naja, hätte ja sein können. Hast du zufällig einen Motor in der Tasche? Bitte, bleiben Sie hier und überzeugen Sie sich selbst. Nein. Da kommt etwas Großes auf uns zu. Ja, ja, schon gut. Ein Außenbordmotor. Das ist doch mal eine willkommene Leihgabe. War es ein Zufall? Können wir die Gasflasche wieder draufstellen? Nein. Hier ist ein Sitzplatz frei geworden, falls jemand sitzen möchte. Ja, alles gut. Hier sollten wir das Boot zu Wasser lassen. Wir müssen dem Inspektor den Ernst erlangen. Ernsthaft? Miss Benjamin, bitte kommen. Das ist Clark. Hören wir mit. Reden Sie, Clark. Ober. Ich glaube, ich sehe ihn. Den Riesenkraken. Oder? Ich bin mir nicht sicher. Sehen Sie noch einmal genau hin. Ein Fehlstart wird schnell zum Rohrkrepierer. Over. Gut, dann melde ich mich noch einmal, wenn ich mir absolut sicher bin. Over and out. Was zum Geier? Jungs, ihr überzeugt euch besser selbst davon, ob es etwas zu sehen gibt. Ich halte hier die Stellung. Okay. Dieser Professor scheint wirklich auch von dem Bier genascht zu haben, von dem Wein genascht zu haben. Lass mal gucken da. Die Lichter. Der Riesenkrake. Er steigt auf die Insel. Professor Clark, sehen Sie nur. Die Tentakel. Da stimmt was nicht. Himmel. Das sieht gefährlich aus. Das gibt ein Desaster. Der mäht uns noch alle nieder. Justus, Peter, Bob. Wir müssen den Kraken aufhalten. Meine Damen und Herren, es folgt der versprochene Höhepunkt. Wir präsentieren in Kürze Jack Eugenius Fiddler und seine Riesenkrake. Nichts wie auf die Insel. Der Krake darf nicht aufs Fest gelangen. Cotton nicht? Okay. Dürfen wir da mal vorbei, ihr zwei? Turteltäubchen, ich will euch ja nicht stören, aber ne, ich hab was zu tun. Gebt gut auf euch acht, Jungs. Ja, Matilda, machen wir. Ich da lauert die Bestie. Legen wir los. Wir schalten den Kraken aus. Wortwörtlich. Schließlich kennen wir seine Schwachstelle. Ich habe mir notiert, wo der Notausknopf sitzt. Am besten, wir schauen uns meine Skizze vorher noch mal an. Da, unten. Hätte ich dir auch ohne Skizze sagen können. Noch näher rangehen? Das wäre viel zu gefährlich. Wie willst du sonst an den Knopf rankommen, Peter? Noch näher rangehen? Das wäre viel zu gefährlich. Noch näher rangehen? Das wäre viel zu gefährlich. Willst du mir jetzt sagen, du willst mit der Zwille... Attacke! Och, ernsthaft, was? Alter. Lol. Na. Noch 3 Versuche. Hä? Klick, schaut sich um. Klar!
Das hier ist ja wohl jetzt wieder was? Ach so, das sind nicht 5 Schüsse oder was? Das sind 5 Attacken oder wie? Oder, hallo? Ne, es sind 5 Schüsse. Okay, das war voll daneben. Das wäre ein Treffer gewesen. Es wäre ein Treffer gewesen. Bravo! Rennt um euer Leben! Okay, ich habe nicht nur eine Begrenzung von 5 Schüssen, ich habe auch eine Begrenzung an Zeit, die nirgendwo eingeblendet wird. Das ist ja geil. Mit einem Steuersystem, was ziemlich, naja, ist. Fuck. Was? Alter. Och, das wäre Volltreffer gewesen wieder. Schön, dass man die Kugel dann noch da hinten wegfliegen sieht. Man aber nicht getroffen hat, nur weil es dunkel geworden ist. Ach. Ach. Oh Gott. Das ist, ja. Oh. Ja, das war falsch. Ja, das war auch falsch. Och. Den Zeitraum doch noch kürzer. Mit einer noch beschisseneren Steuer. Ja, ist gut. Bravo! Was ein Scheiß. Ja, vor allem was eine Scheißsteuerung. Das ist. Ja, so und ich. Alter! Natürlich zu stark gemacht, ist ja klar. War es zu schlapp. Es ging nicht, es ging nicht. Das war zu stark. Das war auch zu stark. Das war daneben. Das war zu schlapp. Das war zu schlapp. Was? Das war zu stark. Easy. Bravo. Ja, einen habe ich noch. Also. Der hätte voll getroffen. Der hätte sowas von getroffen. Alter. Ja, der war zu schlapp. Hallo, es ging nicht, es ging nicht. Bravo! Ah! Ah! Der war doch schon sowas von drauf. Ah. Ah! Das ist ja fast wie das Zielen in CS, diese Präzision.
Ich glaube, da, selbst da kann ich, sogar besser zielen, glaube ich. Und ich kann das gar nicht in CS. Oh, der war ja mal, wow. Was? Ja, komm. Und. Kann ich das? Okay, also nicht mit dem Abbrechen. Oh, wo sind das jetzt gegengeknallt? Na egal. Okay, der war auch zu schlapp, aber trotzdem. Ah! Der wäre wieder, das wäre wieder so ein Treffer gewesen. Was? Was macht der eigentlich, wenn man ihn nicht sieht? Ist er dann wegteleportiert oder was? Das ist doch eigentlich nur eine Lichtgeschichte, dass man ihn nicht sieht, weil dunkel. Man müsste ihn aber doch noch treffen. Wow. Wow. Ich habe die Maus nicht losgelassen. Lässt der... Ach, der lässt auch los, wenn man am Bildschirm rankommt. Okay. Geht das auch in die andere Richtung? Warte. Nee, das geht gar nicht. Noch da? Aha, also wenn man überspannt, lässt er auch los. Alles klar, muss man ja wissen. Der war sowas von. Aber sowas von. Weil Hitbox. Die war nämlich vorhin auch nicht so gut. Bravo! Aha. Oh, der war zu schlapp. Nein! Nein! Wow, ich habe sogar gewonnen. Ich wollte einfach nur mal was anderes tun. Okay, da gewinne ich. Das kann hier nichts werden. Der war viel zu stark. Bravo! Rennt um euer Leben! Warum gibt es da keinen Timer für? Oder sehe ich den nur einfach nicht? Nö. Na. Bravo! Bitte. Nochmal! Wie? Was? Nochmal? Willst du mich verarschen? Ich muss unter diesen Bedingungen dreimal treffen mit 5 Kugeln? What? Bravo! Ja, 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 ja. Was? Ah! Oh. Oh, der war doch getroffen. Oh Mann.
Der war viel zu stark. Bravo! Ja. Nochmal, dann haben wir ihn. Bravo, Heilige Peter. Mutter Gottes! Lassen Sie gut sein, Fiddler. Sehen Sie es ein. Der Krake ist erledigt. Kein Text dazu? Das ist interessant, dass da nichts zu erzählt wird jetzt. Ja, danke, danke. Ne? Ja. Warum erzählt er jetzt gerade nichts dazu? Also das war wirklich... Nachdem die drei Detektive Fiddler ausgeliefert haben, sind alle neugierig, was sich auf der Insel abgespielt hat. Bald ist klar, Justus, Peter und Bob sind die Helden des Abends. Krake, 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 Krake. Wie eine Party. Wie auch immer, Mr. Fiddler hatte seinen großen Auftritt. Es war nur deshalb keine Katastrophe, weil Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews eingegriffen haben. Bravo, Jungs. Ich will in Rocky Beach sobald nichts mehr von Kraken hören. Krake, 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 Krake. Manche sind halt unbelehrbar. Gehen wir was essen? Solange es keine Meeresfrüchte sind. Ach, Justus Peter. Verschlang an diesem Abend 3 Hamburger. Warum genau? Mit einer extra Portion Pommes und trank 2 große Becher Cola. Peter stärkte sich mit einem kleinen Happen, um dann mit Kelly den Jahrestag zu feiern. Bedingung? Kein Wort über Kraken, Autos oder Detektive. Bob entschied sich wie Justus für einen Nachtisch und schickte Madeline Stark eine SMS. Cynthia Knight ließ keinen Bericht über Fiddler aus und fragt sich seitdem, welches Steampunk-Outfit ihr stehen würde. Tante Mathilda und Onkel Titus ließen den Abend mit einem Gruselfilm ausklingen. Gerüchten zufolge sind sie vor dem Angriff der Killermumie eingeschlafen. Der Waschbär hat von Menschenpärchen die Nase voll und macht um den Schrottplatz seither einen großen Bogen. Nora Benchman verlässt sich weiterhin auf ihre Anwälte. Fiddler allerdings kann sie nur im Gefängnis besuchen. Hollywood lässt Fiddler ausrichten, man könne sich einen Film über seinen Riesenkraken vorstellen. Professor Clark, in der Fachwelt zum Gespött geworden, hat Rocky Beach den Rücken gekehrt. Zumindest bis über die Angelegenheit Seegras gewachsen sei. Inspektor Cotta gab eine Pressekonferenz zu den Vorfällen auf Anapamu. Bei der Frage, ob der Krake als Attraktion bleiben könne, verschlug es ihm die Sprache. Peter fand seinen MG morgens vom Haus der Shaws wieder. Rosa lackiert. Kelly war begeistert, Peter weniger. Onkel Titus versprach, den Originalfarbton zu besorgen. Wenigstens die Handys hatte Skinny verschont. Falls jemand den Streuner gesehen hat, der es eine Weile mit Skinny Norris aushielt, Peter würde gerne wissen, bei wem er ein Zuhause gefunden hat. Die 3 Fragezeichen übernehmen jeden Fall. Dürfen wir dir unsere Karte überreichen? Okay. Ja. Also muss ganz klar sagen, das andere war besser. Man merkt echt, dass das hier vor dem anderen gemacht wurde. Das, ja. 11 Stunden 30 Minuten. Okay, es war auch schneller durch. Auch wenn es mir jetzt teilweise länger vorkam. Oh Gott, oh Gott. Ich
will es jetzt nicht Grund und Boden schlecht reden, weil, ja. Aber der zweite Teil, den wir ja vorgestern gespielt haben, der war eindeutig besser. Und ich hoffe, dass das dritte Spiel, was es gibt, auch wieder besser ist. Dass man einfach nur merkt, okay, die haben gelernt. Ne? Das war nicht verkehrt, aber sie haben gelernt, was sie verbessern müssen. Ne? Dass das durch die drei Spiele spürbar ist. Hoffe ich sehr. Ach ja. Und dieser Professor hat sich nicht ernsthaft eingebildet, er würde da Ruhm durchkriegen durch die ganze Kecke? Das ist doch vollkommen klar, dass der dem seinen Ruf damit am Arsch ist, wenn der so einem komischen, keine Ahnung was, Steampunk-Kraken da, weiß der Geier was, zudichtet. Also, naja. Und die Geschichte hatte Lücken, ne? Muss man auch sagen. Aber okay. Hat trotzdem irgendwie Spaß gemacht, muss man klar sagen. Ach ja. Na gut. Titelmusik Sound 4? War nicht bei dem anderen Spiel Sound 3 oder war das auch Sound 4? Ne, war auch Sound 4. Ne? Wir hatten gesagt, müssten Sound 3 sein. Kann ist möglich. Aber auch Sound 4, ja, okay. Version 1.1. Ernsthaft, da waren also schon Bugfixe drin? Okay. Obwohl. So Platzierungsklicks-Dinger, wo man so extrem genau sein muss, was ich bei dem anderen bemängelt habe, gab es hier eigentlich nicht. Hier war einfach nur das Suchen des Triggers. Keine Informationen, wenn du nicht in die Hilfe reingeguckt hast. Das war hier das Problem. Stream Elements hat gewonnen. Gut, dass ich nicht mitgemacht habe. Verdammt. Waren das nur die Bots oder warst du dabei? Waren nur die Bots. Dann Bot Arena, egal. Na gut. Was passiert hier? Nein, das war es nicht. Wo war denn das, wo der mir das Spiel hier vorgeschlagen hat? War das? Nein? Nein? Dürfen wir dir unsere Karte überreichen? Okay, hier machen sie... Ach, da! Nee, auch nicht. Games. Die drei Fragezeichen unter Verdacht. Ich find's gut, wenn sich die Bots aufs Maul hauen. Wow, können sie keinem schaden, ne? Unter Verdacht, ist das die... Jetzt hört die Musik auf, war klar. Ist das das, was ich habe? Nee. Geheimnis der Schattenhelden. Es gibt also noch ein PC-Spiel, die drei Fragezeichen unter Verdacht, was gar nicht auf Steam gibt. Von diesem Quiz, was hier steht, das wusste ich, das gibt es nicht auf Steam. Das gibt es über Amazon zum Beispiel, kann man es kaufen. Was passiert denn, wenn ich draufklicke? Gar nichts. Und da? Auch nichts. Passiert generell nichts. Da macht er... Ja, genau wie gestern die Steam auf, okay. Na gut. Alles klar, so, wird Zeit, dass wir ins Bett gehen, oder ich zumindest. Wie gesagt, im Grunde hat es sogar Spaß gemacht. Also, das Ende, hätte echt nicht sein müssen. Ich war jetzt gerade am Überlegen, ob ich jetzt sage, dass ich Freitag noch irgendwie Asterix und Obelix oder sowas streame, falls wir mit der Aufnahme mit Mammut schnell nur noch durch sind. Aber ich glaube, das lasse ich komplett sein. Samstag auf jeden Fall Dark Souls. Ja, und dann schauen wir mal weiter. Nächste Woche, theoretisch kann ich nächste Woche auch streamen.
praktisch mal gucken. Mal schauen. Dauert noch ein bisschen. Ich bedanke mich fürs Zusehen, für die Geduld teilweise. Fürs Chatten, fürs Hosten, für ja, was alles so da war. Sag mal, bis später. Ja, genau, Lenny. Ich habe gerade auch wieder einen falschen Chat vorne. So. Wünsche eine gute Nacht. Und ja, bis denn. Dürfen wir dir unsere Karte überreichen? Nein, brauchst du nicht. Brauchst du nicht. Es geht nicht. Es geht jetzt. Komm. Es will nicht. Jetzt. Stinkt es, dass es sein muss, ist für heute wirklich Schluss. Heute ist nicht alle Tage. Ich komm wieder, keine Frage.